Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Pietz mit TV. Heute machen wir quasi schamlos Eigenwerbung. Jetzt haben wir einen Affiliate-Link unten, ja. Hashtag Werbung bei Affiliate-Link. Und wir wissen zwar nicht wer, aber wir können sehen, was die meistgekauften Produkte sind. Und haben das unsere Redaktion durchgucken lassen. Die wiederum haben uns die bescheuertsten Sachen davon gegeben, ja. Haben schon ewig nicht mehr gemacht. Haben 10 Stück. Fangen wir direkt mal an. Also Numero was Uno. Ihr über unseren Affiliate-Link gekauft habt, woran wir mitverdient haben, ohne dass ihr extra zahlen müsst. Voll geil. Omega 3 Doppelherz. Doppelherz! Aber die hochdosierten. Mit warum kauft sich sowas? Wer kauft sich sowas? Ja, das habe ich tatsächlich noch nie. Ich habe da auch noch nie ehrlich gesagt drüber nachgedacht. Aber Nahrungsergänzungsmittel. Wofür ist das? Veganer. Das ist zum Beispiel, also, wenn du dich. Bullshit. Das ist zum Beispiel, wenn du dich. Das haben Bekannte von mir gemacht. Wenn du dich irgendwie mal entscheidest, einfach mal so 2 Wochen lang. So rein von Flüssigkeiten zu ernähren oder so, um quasi einmal durchzuspülen. Dann reicht die Flüssigkeit nicht, um dich zu versorgen, dann nimmst du Nahrungsergänzungsmittel dabei. Aber warum soll ich das tun? Wobei das Seefischöl, das ergänzt deine Omega-3-Fettsäuren und ich meine, das ist an sich einfach sehr gut, weil das sehr wenig im Essen vorkommt. Also als Beitrag für die normale Herzfunktion. Also da gibt es ganz viele. Ja. Da bin ich als Ausnahmsweise so ein bisschen Jay. Das verstehe ich nicht. Da habe ich irgendwie Angst vor. Kein Nahrungsergänzungsmittel, bitte. Brauchst du halt wirklich einfach, wenn du gewisse Sachen nicht isst halt, ne? Also. Oder so nicht aufnehmen kannst. Nee, ja. Oder so nicht aufnimmst kannst. Einfach, genau. Was sagen denn die Kunden dazu? Ja, steht. Ach, guck mal, da muss man nehmen, wenn man Bluthochdruck hat. Da muss man. Ja, nee, da steht aber, ob sie mithelfen, den Bluthochdruck zu senken, kann ich nicht sagen. Fühlt sich wacher und fitter. Die Omega-3-Fettsäuren gibt es beispielsweise häufig in Lachs. Fischstäbchen sind okay, finde ich. Das ist aber echt geil. So komme ich an Omega-3, ohne mich zur Forelle-Müllerin-Art zwingen zu müssen. Geil. Das ist schon gut. Ja, genau. Forelle hat auch, glaube ich, einige. Super. Nee, steht nicht drin. Hochdosiertes Produkt. Ja, Fisch ist auf jeden Fall da. Alter, Monika, Alter. Entspricht der Beschreibung. Ja, okay. Also für alle, die irgendwie Probleme haben, ne, Omega 3. Echt mal, damit sind alle Probleme weg. Alle, ich würde auf einmal sagen, dass du hierfür ein Rezept brauchst, oder nicht? Nee. Dann kannst du das ja nicht bei Amazon kaufen. Du kannst im Spar-Abo bestellen, da brauchst du bestimmt keine Leute, die Omega 3 Fettsäuren zu sich nehmen, haben 30% seltener Schlaganfall. Geil. Weißt du auch, wegen der Schlagzeile, Instagram-Marketing, so geht's, ne? Wir müssen das nicht hier oh, ist auch gut. Das hätten wir vielleicht mal lesen müssen vor der letzten Wer bietet mehr Aufnahme. Alter, wenn du mehr, also das ist auch gegen Depressionen gut. Voll krass. Wait, also, Instagram-Marketing 2000. Nein, nicht Instagram. Ich bin aber noch bei den Omega-3-Fettsäuren. Ja, sei mal nicht so langsam, Junge! Oh Gott, Alter! Ja, Sepp kann doch gar nicht drauf reacten. Was ist überhaupt Instagram-Marketing 2019, Alter? Krass, dein Controller ist wieder dran. Ich glaube, da hast du nämlich eher Bluthochdruck und dann wirst du auch depressiv, wenn du das liest. Die Produkte sind aber schon eher nicht nach, also nicht, die sind nicht gerankt irgendwie so. Das sind nicht die häufigst gekauften, die bescheuert sind, sondern das kann auch nur einer gekauft haben. Das kann auch nur einer gekauft haben, ja. Das ist ein Hörbuch. Da gibt es eine Hörprobe. Können wir uns die Hörprobe bitte an? Nee, ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Lass mal nicht die Hörprobe machen. Aber wir können auf jeden Fall gucken, was die Leute davon halten. Ja. Alter, Instagram für Dummies. Ich hatte einen Instagram zu erstellen. So, was haben wir denn hier? Also, ein absolutes Muss. Ich hatte vor einigen Wochen begonnen, ein Instagram zu erstellen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse und habe mich einfach gewundert, wieso sich einfach nichts tut. Tag für Tag saß ich da, immer sehr frustriert. Wie so eine Geschichte. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und bin auf dieses Buch gestoßen. Ich habe von Grund auf meine Seite neu erstellt und den Tipps und Tricks, die ich in diesem Buch finden kann. Es ist einfach unglaublich. Innerhalb von kurzem habe ich viele Likes auf mein Bild bekommen. Wie viele denn? Und vor ein paar Wochen nicht einmal 5 Stück. Siehe Foto. Alter. Das da steht 78. Da steht 78, ja. Der das geschrieben hat, der hat das wahrscheinlich sich selber dann geschrieben. Ja, das ist der Autor vom Buch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja aber so... Lesefieber. Ja, lame. Ja, Lesefieber. Wo hat er sich aber einen zweiten Account gemacht. Ja. Was habt ihr denn da für einen Quatsch da? Okay, ich muss sagen, da finde ich noch die Omega-3-Fettsäuren spannender. Ist übrigens auch Schizophrenie gut. Also wenn du... wenn ich schizophren werden will, muss ich dann nehmen. Wenn du Omega-3-Fettsäuren halt niedrig hast. Ah ja.
Okay, keine Kaufempfehlung für 6 Euro, wäre Toilettenpapier besser investiertes Geld, stand da, alles klar. Gehen wir mal weiter. Buch braucht kein Mensch. Leinöl, auch sehr gut. Chiasamen, auch sehr gut. Hier, Foodporn Basics, Alter. Wie du dein Essen perfekt anrichtest und fotografierst mit 30 Rezepten. Dann Alter, wir haben voll die angehenden Influencer in unserer Zuschauerschaft, Junge. Das ist ja der Shit. Ja, guck mal, Alter, guckt euch an. Oder hat Peter sich das bestellt? Weil Peter macht auch immer so Essensfotos. Ja, schmeckt aber dafür brauche ich kein Buch. Schmeckt wahrscheinlich scheiße, aber dafür ist es schön angerichtet. Ja, genau. Ja, auch, guck mal, der erste sieht richtig kacke aus und der letzte ist richtig genau, nice. Ja, dann guck dir den ersten doch mal an. Beiden sehen doch gleich aus. Alter, kannst du doch nicht posten, das erste geht ja gar nicht. Nein, ja, das geht gar nicht, Sepp. Und da guck dir mal den letzten an. Ja, aber das ist doch der Werdegang, genau. Beim dritten, weißt du, du suggerierst ja, wenn da ein Stück fehlt, weißt du, dass das halt lecker ist und zum Anbeißen und dann siehst du das noch von innen und dann kriegst du mehr Hunger da drauf. Das sind da diese, Alter. Also diese Food-Fotografien, da gibt es ja eine ganze Wissenschaft drum. Ja, voll schon geil. Krass. Was haben wir hier noch? Alter, geht direkt weiter. Auch welche Rezepte. Farben du da benutzen, also ein Kram. Also. Boah, Alter, weißt du kannst schon alles sehen. Ich kann einfach die Bilder aus dem Buch nehmen und die posten. Ja, aber wie sind die da hingekommen? Was sind die Tipps und Tricks da? Erst mal kochen, genau. Oder? Da ist mal so eine Seite. Ich will doch nicht kochen, ich will geile Bilder. Alter, du brauchst einen Zerstäuber. Das war gerade ein gutes Argument von Axel Voss, was du genannt hast. Ich kann ja die Bilder nehmen und dann einfach posten. Ja. Das ist auch jetzt schon illegal. Das ist kein Argument für Axel Voss. Aber warte, jetzt weißt du, dass du eine Sprühflasche brauchst und eine Pinzette. Ja, dann kannst du halt diese Tomaten, ne? Dieses leicht schwitzige oder so. Sieht dann schon geiler aus. Sieht halt geiler aus. Guck dir an, wie sie geil ist. Frischer. Alter, jetzt habe ich Bock auf Tomate, Junge. Das funktioniert. Influencer haben Macht über mich. Der ISO-Wert, Junge. Siehst du den Unterschied zwischen den beiden Bildern? Ja. Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Starkes Bildrauschen. Eines ist ein bisschen heller. Kein Bildrauschen. What? Ja, das sieht man auf der Qualität von Amazon wahrscheinlich. Peter, guck da nochmal genau hin, siehst du das nicht? Ja, Alter, da draußen macht mich fertig. In dem Bereich, ja. Das deutlich ist, dass auf dem lilanen Tuch steht da sogar noch hinter. Ich bin gerade überlegen, ob Roger Rogerson mit seiner Zunge da mal reinhalten würde. Was da ja, aber so was von, Alter. Weil was anderes hat er nicht zum Reinhalten mit der Zunge. Oh, das sieht aber lecker aus. Nee, das sollte ja auch. Das ist ein Orangenkrebs. Das ist ja der Sinn von dem Buch. Wäre auch kacke, wenn das scheiß aus. Aber sowas hat halt, also ich meine, das sieht halt cool aus, aber das ist halt so unrealistisch. Niemand hat so ein scheiß Tuch da rumliegen und dann irgendwie so 1000 angeschnittene Orangen, die man nicht mehr weiterverarbeitet. Peter, weil das Gericht ist ja schon fertig. Also, das ergibt ja gar keinen Sinn. Wir könnten die Bilder gerne mal nachstellen, weil ich überlege gerade, wie das aussehen würde, wenn ich das Tuch im Hintergrund, wenn das mein, kennst du diese Karo karierten hier Küchentücher oder so benutzen. Ich will ja, das ist ja doch richtig. Aber hier kannst du gut sehen, Peter, die Arbeitsfläche sieht immer so aus. Ja. Da ist das erste Bild, da war das schon im Hintergrund. Das muss so. Steht denn auch wenigstens die Erklärung drin, wie man die macht? Ja, hier. Ja, die Rezepte ja, stehen da das auch. Das Rezept ist auch mit. Naja, ja, immerhin. Ja, so kannst du doch die Bilder nehmen, die cool. Das sind. Du guckst ja eh das gleiche, was da steht. Ja, ach. Boah. Ja, ne, also von oben finde ich nicht gut. Finde ich einen scheiß Tipp. Das sieht das schon wieder besser aus. Ja, ist schon krass. Was sagen denn die Leute? Vier Kundenbewertungen, Junge. Ja, das ist viel zu lang. Toll. Tolles Buch. Super. Ja, wirklich schönes Buch mit verständlicher Anleitung. Super Buch, kann ich nur empfehlen. Wunderschöne Bilder. Und was schreibt der so grob? Das Buch ist für die Zielgruppe sehr gut geeignet. Alles klar. Das Bild muss einfach nur scheiß. Also ist so scheißegal, wie es aussieht. Ich will einfach nur geil essen. Ja, der nächste. Das ist so Mais-Eis-Kondome. Zehnerpack. Größe 4. Das ist die mittlere Größe, oder? Mais-Eis kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Ah, guck mal, da steht auch hier. Haben wir wieder was Neues gelernt. Nee, etwas über Standard. Ja. Also ist kein für das Gewissen nehme ich die eine Nummer größer. Auch wenn es abrutscht. Ja, ich kann sagen, ne? Latex, ich hab schon so leicht Kinderwunsch, deswegen. Ja. Sorry, Schatz. Wie eine zweite Haut, Junge. Aber wichtig ist ja, beantwortete Fragen. Boah, ich dachte, da wäre jetzt so ein Foto mit einem richtig. Die erste ist schon super. Gibt's denn da auch Bilder? Immer welche, ohne zu bestellen. Du musst öfter Sex haben. Wie geil ist das denn? Geil. Ja. Dann haben sie das Abo angeklickt, ja. In was für einer Packung kommt es? Was ist ein Lieferintervall?
Wenn ich 5 Monate auswähle, kommt dieses Produkt alle 5 Monate automatisch. Wow. Ja, war schon mal eine gute erste Frage. Mit welchem Paketdienst? Wie dick sind die Kondome? Ich finde sie nicht dicht. Achso, wie dicht sind die Kondome? Ja, die werden ja richtig edel hier in so einer Karton angeliefert. Karton. Alter, ey. Ja, mit richtig edel. Auf, ja, dass du es so aufklappen kannst oder Bram, sowas. Guck mal nach 1 Sterne. Was sagt denn 1 Sterne? Ja. Das ist perfekt. Da. Ach, jetzt Kinder. Die Kondome sind auf ihrem Posten sehr gut. Nur das Gefühl, wenn man sie benutzt, man spürt fast überhaupt nichts. Sind einfach vom Material zu dick. Wer darauf steht, okay. Ansonsten sollte man nach Gefühlsechten umsehen. Aber ist das nicht ein bisschen gemein, dass du einen Stern gibst? Weil du hättest ja Gefühlsechte kaufen können. Das ist so, als wenn ich ein Stück Holz kaufe, gib einen Stern, sag, ich hätte gerne Eisen. Da kommt aber an, was die Beschreibung sagt. Aber fühlt sich ja an wie eine zweite Haut. Stand da ja, hast du ja selber vorgelesen, Bram. Ja, gibt ja auch dicke Haut. Also. Ja, kann auch so eine Hornhaut sein. Hast du Hornhaut? Jo, Alter, die Hornhaut am Schwengel. Ist ja, boah, kannst du geil abreiben. Die Bezeichnung Slim and White. Was? Ja, nee, der Durchmesser ist das, Jay, ne? Nicht die Länge. Ja, stimmt. Ich hab gerade komplett Durchmesser. Ich war gerade mega verwirrt. Ja, extra dick. Egal. Ja, doch, das sind 57 Millimeter. Ist das lang? Welche Frage muss die Standardgröße? Ist das 57 mm, finde ich cool. Ja, nein, aber. Ja, das habe ich nicht gesagt. Aber. Aber wird nicht sonst immer die. Moment, ich bin mal sofort. Nee, das ist halt extra für die. Ich bin sofort. Gehst jetzt ausprobieren, finde ich super. Du musst den Umfang messen. Ich habe hier einen Messschieber liegen, ja? 57 mm. Du hast einen Messschieber da liegen. Wie legt es das nicht der Umfang? Ja, das ist der Durchmesser von dem. Oder Durchmesser. Ja, Oder Radius? Das sind 57 mm. Das ist fast so weit wie meine Augen. Jetzt kommen hier mal ganz Menge Begriffe. Ja, allerdings, die werden gerade so fröhlich durcheinander geworfen. Ich könnte mir vorstellen, das ist der Durchmesser. Ist Durchmesser, ich Radius oder Umfang? Ich kann mir vorstellen, dass ich dieses Wasser sehr gerne. Ja, natürlich ist das der Durchmesser mit 57 mm. Ja, das stimmt, das macht's. Cool. Also jetzt hat einer Kondome gekauft. Hast du jetzt einen hochgewichst und nachgemessen, nein, wie das bei dir aussieht? Nein, ich war jetzt gerade weg. Ja, haben wir gemerkt. Und hab halt geguckt, was da auf den Packungen draufsteht, die mein Nachbar hat, natürlich. und da ist mir aufgefallen, dass der Karton schon entfernt wurde. Boah, Alter, die Story ist der Shit, Junge. Nein, der steht. So, geh weiter. Ja, machen wir weiter. Nein, der Ergo-Mix Handrührer. Der ist gut. Also nicht der, aber einen Handmixer braucht man. Da, guck mal, die Fotos sind auch direkt mit der Instagram-Buch gemacht. Mit dem Food-Buch. Ja, aber. Nee, da ist nichts im Hintergrund. Das stimmt. Ist schon schlecht. Wenn du einen Thermomix hast, brauchst du keinen Rührer. Ja, okay. Inklusive Rührschüssel. Ich werde nicht jedes Mal den ganzen Thermomix sauber machen. Ja, da musst du den. Guck mal da, mit dem Ständer und hier Rührschüssel. Ja, aber ich benutze ja nicht jedes Mal diese Schüssel, sondern nur das Ding. Du nimmst ja nur diese 2 Teile da vorne, die da liegen, ja. Die nimmst du hier ab und die spülst du einmal ab, fertig. Ja, das ist okay, und womit rührst du dann? Und wo drin mit rührst den Dingern. Du? Und wo drin rührst Schüssel. Du? Was in der Schüssel. Ja, und da muss die Schüssel sauber machen. Was mache ich beim Thermomix sauber? Die Schüssel. Und ja, aber dann kann ich den derzeit nicht benutzen. Benutze ich ja für andere Sachen. Also ich habe keinen Thermomix und ich benutze sowas dann auch, ja. Ja, logischerweise. Vielleicht hast du ja keinen Thermomix. Aber du musst ja dadurch nicht mehr sauber machen. Immer diese Thermomix-Diskussion. Ja, verstehe. Wichtig ist auch, dass das ein Soft-Touch für angenehmes Gefühl und rutschfestes Arbeiten hat, ja. Leicht und leise. Das ist die Beschreibung von dem Kondom davor. 450 Watt Kondom. Rutschfestes Arbeiten. Ah, nee, Moment, das ergibt keinen Sinn. Liegt perfekt in der Hand. Ja. Da das von Bosch ist, ist die Frage, kann ich damit auch Löcher bohren? Das können wir ja nachgucken. Vielleicht gibt die Frage ja. Alter, was ist das für ein geiles Foto von dem Dude da mit seiner Hand? Ja, abgebrochen. Das ist Michael Douglas, oder? Warum gibt es so ein Foto? Ja, da. Michael Douglas. Junge. Ja. Das ist halt abgebrochen. Guck, der will bekannt werden. Der hat sich damit reingeschmuggelt. Hätte nicht sein müssen, Opa Franz, ja? Bei der dritten Benutzung ist der kaputt. Der gibt trotzdem noch 3 Sterne. Nicht schlecht. Finde ich aber auch krass, ehrlich gesagt. Ja, siehst du? Dem anderen, der wollte Holz, hat mal Metall gekriegt. Aber, wenn er halt auch zum Bohren benutzt von Wänden, dann gehen die halt nach der dritten Benutzung kaputt. So, was haben wir denn noch? Wie lang ist in etwa das Kabel? 1,30. Was ist der Unterschied zum. Alter, Junge. Das ist die wichtige. Was ist der Unterschied zum FQ300? Was für eine fucking spezifische Frage ist. Ja, aber das ist wahrscheinlich das Vorgängermodell oder so. Das guckt man nur nach. Was ja, oder ist so ergonomisch geformt? Sepp, du bist Ingenieur. Was ist ein bürstenloser Motor?
Wo die Kontakte nicht den im Motor berühren. Also du hast so Bürsten, wo die Stromübertragung mit funktioniert. Scheiße, das hat mich nicht klüger gemacht. Das ärgert mich auch nicht. Aber okay. Okay, kann man den Rührstuhl alleine kaufen? Handmixer. Kann man einen Handrührer mit Plastik mixen? Für, separat das ist halt ein fucking Handmixer. Ja, weil ich kann sagen, machen wir nächste. Ja. Aufgeschissen, Junge. Jetzt aber was Geiles. Weiß und Grau ist leicht zu reinigen. Was ist das denn? Oh! Bartshampoo! Deswegen kenne ich das nicht. Das hat Sven, glaube ich, gekauft. Das wollte er uns ja sagen. Das heißt Gummi. Die Marke, irgendwie sieht das, finde ich, auch wieder fishy aus. Warum? Ein bisschen billig. Ich finde die. Also, ja, billig halt. Auch so, machen, ne? Also. Der kostet aber nur 7,92. Moment, das spricht doch genau eigentlich den Mann an. So wie Coke Zero beispielsweise. Es ist schwarz mit roten, ja. Roten Schrift. Ich finde, es sieht mega billig aus. Drauf, da steht genau drauf, was du brauchst als Mann. Weißt du, so Shampoo, Bart. Ja, ich rede aber auch nur von dem Schriftzug der Marke Gummi. Ich finde, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, aber ich finde, die Flasche sieht auch nicht wertig aus, sondern hast du richtig billigen PVC-Plastik. Ja. Kostet ja auch nur 7,92. Ja, ist ja ein Schnapper, ne? Was sagen die Leute denn dazu? Mehr kam. Spitzenprodukt, mehr kann ich nicht sagen. Liefoing kam prompt. Vielleicht sollte man einen Old Trend aus der Duftmittel machen. Ich finde es richtig spitze. Okay. Und wir haben, ich bin sowohl mit Shampoo als Conditioner zufrieden. Die Produkte riechen angenehm, reinigen, machen den Blatt, Bad, bla bla bla. Okay, nichts Besonderes. Christian ist ja Profi davon, ja? Braucht man denn ein eigenes Shampoo überhaupt für ein Bad? Oder reicht auch einfach so das Haarshampoo zu nehmen? Also ich habe kein Bartshampoo. Ich weiß nicht, ob das normale vielleicht den Bart zu sehr austrocknet. Keine Ahnung. Hast du einen trockenen Bart? Manchmal ja, aber ich benutze dann eher so Conditioner. Aber das ist ja dabei, hier rechts direkt. Wird Conditioner. Ja, genau. Ist, das ist ja beides. Hat dich Phonix Gummi jetzt überzeugt? Aber das finde ich halt schon... Für 7,92 zwei Flaschen, wo zwei Kundenrezensionen ist, das würde mich ja nicht ansprechen bei Amazon, um ehrlich zu sein. Ja, deswegen kauft man gucken wir uns das nächste an, und zwar die Harry Potter Blindbox. Funko. Was ist denn eine Blindbox? Ach, da weißt du nicht, was drin ist. Da sind unterschiedliche drin, genau. Wow. Das ist quasi eine Lootbox. Ich wollte gerade sagen, das sind ja Lootboxen zum Kaufen. Ja, ja. Wie behindert ist das denn? Ja, aber das gibt es doch schon länger, oder? CDU 12. Die CDU hatte Aktien drin. Nämlich 12. Warte mal, sind da jetzt 12 Sachen drin? Nee, ich glaube, das ist die Charge. Eins von den 12. Also da können 12 unterschiedliche drin sein. Da ist sogar die Wahrscheinlichkeit da drin. Wahrscheinlich 1 zu 6, 1 zu 36. Ja. Und die Katze ist schon süß. Sieht ein bisschen aus wie Sammy. Da unten links, der Hagrid ist der seltenste dann. Weißt du, jeder kriegt rechts die Alte. Wie hieß die denn nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ja, die Alte ist die Unwahrscheinlichkeit. Das ist Umbridge. Ja, genau. Das ist Beschiss. Pass auf. Ist unten links? Du hast hier 4/6, ja? Nimmst du den hier, hast du 5/6, den rechten. Bleibt noch 1/6 für die rechten, für die anderen übrig, ja? Aber wenn du die Katze nimmst und Mad-Eye Moody, bist du bei dem anderen 6. Das heißt, der Rest kann da gar nicht mehr drin sein. Was? Also die Chancen sind nicht richtig angezeigt. Was? Muss das aufgehen? Ich glaube, das hört sich schon wieder alles sehr komisch an. Ja, warum? Du hast 1/6, 1/12 und 1/12 zusammen sind halt 1/6, ja? Mhm. Einfache Bruchaddition. Ein Zwölftel? Ja, 1/12 plus 1/12 sind 1/6. So, und damit hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sechstel. Das heißt, der Rest kann da gar nicht mehr drin sein. Vielleicht sind ja zwei. Das ist doch für jede Figur gerechnet. Also für jede Karton und jede Figur. Ja, wenn jede sechste Figur eine von denen ist. Eigentlich 100 sein, aber wieso steht da jede sechste Figur? Na, Chance von 1 zu 6 muss doch dann... Das ist so eine einfache Matheaufgabe. Ja, das heißt, die anderen können alle nicht damit drin sein. Die beiden hier unten rechts und natürlich. Die beiden links. Ram, du wirst immer beschissen. In jeder 36. Box ist halt die pinke Olle da drin. Ja, aber das kann ja nicht, wenn ich alle Boxen schon mit den 8 hier fertig gemacht habe. Ja, das dann hast beschiss. Du halt... Das kann doch auch sein, dass du eine Box kriegst, wo du die oberen 3 halt dreimal kriegst. Ja. Wo ist das Problem? Und die kann ich ja auch zweimal hintereinander kriegen, die drei. Sind da drei Stück halt drin? Pech. Sind da drei Stück drin? 12. Ja, ist scheißegal, kann auch eine sein. Nee, wenn da nur eine drin ist, passt das nicht. Nee. Warum? Passt dann nicht. Weil, pass auf, du hast hier 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Ja, damit heißt, alle Chancen sind weg, vergeben.
Die kann da nicht mehr zu einem 36. drin sein, weil alle Sechstel schon verteilt sind. Aber vielleicht sind da wirklich mehrere okay, drin. Okay, da sind drei drin. Steht ja auch da drin. Es sind drei vorne drauf. Sonst wäre das eine falsche. Da steht aber Schachteln ja, mit zwölf. Aber da stehen vier. Aber ja, im Text genau, steht also Schachteln mit zwölf Stück. Ich glaube, da sind einfach zwölf drin. LOL, das kann. Ja, das steht LOL, auch okay, dann mit sind da zwölf halt drin und dann hast du halt, wenn du Glück hast, einfach sechsmal Harry Potter. Geil! Mega nice. Das ist richtig smart. Das ist belastend hier. Ne? Was sagen denn die Kunden dazu? Great Characters. My grandma, bla, love it. Fun for all ages. Das ist ein richtiger Fun, Junge, wenn die da rumstehen. Richtig nice. Da ja, musste halt jemand 5,50 € für Schrottwichtel ausgeben und was ja. Nennen hat für uns was gemacht. So. Ja. Strähnenboy handgemacht. Strähnenboy, Junge! Oh, scheiße! Was ist denn? Was ist das denn? Das ist der Strähnenboy, Junge. Guck dir an. Um deine ist das Strähnen, so Horn oder was ist das? Ja, wahrscheinlich. Also sieht ein bisschen steckt so aus. Steckt man sich sowas nicht in Afro? Keine Ahnung, was ist das? Das steht aber da dran zumindest. Braun und handgemacht. Taschenkamm. Afrokamm, Lockenkamm. Ja. Ja, das sind Sachen, die ich nicht habe. Krass. Alter, haben wir Leute mit Afro, die uns zugucken? Wie geil ist das denn? Das wäre echt cool. Kauft euch das auf jeden Fall. Macht mal ein Foto, schickt mal Twitter, wenn ihr den Afro tragt. Altmodisch. Nee, ich habe eine Bürste. Moment, das Produkt kostet etwas mehr. Moment, wie teuer war das? 9 €. Sind da denn alle drei drin? Woraus besteht der Kamm? Was ist denn das Material? Ja, Kammlängen. Mehrere. Schade, da steht nicht das Material drin. Ja. Nee, steht nicht. Das ist Plastik? Ja, nicht weiter unten. Da. Da. Der Rohstoff wird aus Holz gewonnen. Was? Aus Acetat. Aha. Alter, da wird der ganze Herstellungsprozess nochmal dargelegt. Kannst du nochmal richtig nachgucken. Falls richtig mit Verfeinerungsverfahren und allem. Da ist der Strähnenboy drin, der Strähnenboy super und der Strähnenboy schwarz selber. Nice. So, sag jetzt, Leute. Ich hab den Strähnenboy schon sehr lange in der Familie. Was? Ich habe diesen Strähnenboy schon sehr lange in der Familie. Alter, hat mir mein Opa wer tauscht denn immer? Acetatkamm. Der wurde richtig krass der hergestellt. Der wird halt weiter vererbt, ja. Ja, ist ja auch ein Produkt, wie merkt man, kostet etwas mehr. Boah, das wird an Generationen an Generationen weiter vererbt, der gute Strähnenboy. Alter, wir haben voll viele Leseratten bei uns unter den Zuschauern. Ich kann keine Wurstzipfel essen. Und ich schon. Da ist bestimmt auch Bram mit dem Getrenntessen drin. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. 99 weitere seltsame Angewohnheiten. Ist das eine Pornodarstellerin? Ich glaube nicht. Die Autorin? Guck dir meinen Namen an. Atta. Christian Bandes und Schlecki Silberstein. Schlecki Silberstein ist schon nice. Wer heißt denn Schlecki? Ein Kniefall vor dem Freak in uns allen. Ich springe mit Anlauf ins Bett, damit das Monster darunter nicht nach meinen Knöcheln schnappt. Aha. Ja, da sehe ich uns alle nicht. Das Alter, ist eine Auflistung. Wenn ich das Haus verlasse, ziehe ich alle Stecker und mache Fotos davon, damit ich unterwegs weiß, dass alles aus ist. Wie ist das eigentlich mittlerweile das ist gut. Mit so Büchern? Werden die eigentlich nur noch aus recycelten Sachen gemacht oder sind da jetzt alles Umweltverpester? Da müssten wir Schlecki Silberstein fragen, wer weiß das nicht. Also, ich habe nur noch Bücher im Amazon. Ich würde sagen, das ist Mann. Bei Playbook, genau. Naja, das ist jetzt ja, nicht das ist ja auch eine gute Entwicklung, aber das ist halt so die Frage, die man gerade so aufhört. Deswegen mache ich das nicht, weil einfach nur hier im Schrank 300 Bücher stehen haben. Da ist Platz für. Also, manchmal muss ich bei mir gehen kaputt irgendwann. Cool, das Buch war als Geschenk gedacht. Eigentlich sind die Aufzählungen von teilweise auch weit hergeholten Beschreibungen. Für mich war es sehr bald, langweilig. Hanni hat geschrieben. Hm. Echt? Oh, unten, lustig. Lustig. Hanni fand's lustig. Fand es sehr lustig. Hast du das geschrieben? Fandst das so witzig? Nee. Aber mal gucken, ob wir noch was witzig finden. Das hier. Junge! Das ist das gleiche Buch, oder? Ja, genau, mit komischen Angewohnheiten. Wer ist denn Dennis Sand? Das ist der Autor. Der Autor. Der und Marcel Ehres. Ja, das ist halt er, aber. Achso, das ist er. Wer ist das denn? Gib mal auf das Bild bitte von Marcel. Wow. Wow, da kommt direkt eine Leseprobe. Moment, kann ich da noch? Auf das Bild nochmal, das wird dann vergrößert. Genau, klick mal drauf.
Das sieht ganz komisch aus, das Bild. Das sieht aus wie kann so ich nicht draufklicken. Als hätte er so eine 70er-Jahre-Brille an. Hä? Auf, also, am Kinn ist so ein Fleck? Ja. Ah. Nee, das also größer, größer kann okay. ich nicht. Alter, sieht aus, als wenn das so ein 70-Jähriger oder sowas wäre auf dem kleinen Bild. Ja, auf dem anderen vielleicht, ja. Ja, genau. Auf den, also, da muss man sagen, schon sehr erfolgreich. 2000 so. Bewertungen mit 5 Sternen im Durchschnitt. Schon stark. Schon stark. 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 Schon stark. Hat bestimmt auch eine coole Geschichte zu erzählen, wenn er da irgendwie. Gucken wir noch mal hier, ne? Nicht so, nicht wie viel so haben wir? Wir haben 122 bewertet. 122? Yeah, aber nur 4,5 Sterne. Ja. Belastend. Wow, Mickel nicht so gut. Hat 5 Sterne. Das ja, aber der hat nur 30 Bewertungen. Ja, schwach. Kurz direkt eine Rezension schreiben. Ja, ja, genau. Guckt ihn euch an. Da. So, wenn es euch gefallen hat. Das haben wir letztes Mal auch schon geguckt. Achso, das war's schon. Ja, das war's schon. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis zum nächsten Mal bei irgendeinem React oder sonst irgendwas hier auf PC TV. Tschüss. Tschüss.